Willkommen zurück zur weiteren Folge Minecraft. Wir sind hier in der Folge 664. Heute geht's mal ein bisschen, ein bisschen mit Ruhe los. Wir werden einmal kurz gucken, was wir hier noch Schönes haben. Diese Sachen können wir eigentlich gerade mal alle, bis auf die Steine, mitnehmen. Schmeißen wir gerade einmal raus. Genau, und tun die alle hier einmal einsortieren. Oder einsortieren lassen. Denn wir gehen jetzt einmal ein bisschen nach unten in die Erde. Was haben wir denn hier? Steine. Können auch alle weg. So, Steine weg. Genau. Sind noch mehr Steine. Ja, dann können wir die Steine mal wegsortieren lassen. Und hier den Sand. Denn heute geht es ein bisschen tief zu, genau, den Nano weg. Die Bricks brauchen wir noch. Wir brauchen, warte mal, wir hatten hier doch mal, existiert die noch irgendwo? Diese Schalker Kiste, ne, hier sind Stone Bricks drin. Auch nicht schlecht. Water, genau, diese Schalker Kiste nehmen wir mit. Haben wir 16 Eimer, haben wir noch einmal da? Nö. Gut, dann nehmen wir die so mit. Das Wasser können wir dann da lassen, wo wir auch gleich immer hingehen. Nämlich, wir gehen ein bisschen Obsidian holen. Weil, ich bin in die Richtung. Hätte ich auch gerade unten langlaufen können, fällt mir gerade auf. Weil wir wollen ein bisschen Obsidian haben und Obsidian. Also Obsidian, weil ich will keine Öfen da hinstellen, weil die sind halt nicht so schön. Dunkle Blöcke sehen schöner aus. So, und wir gehen einmal hier runter. Wir gehen erstmal hier hin. Ach, guck, da sind wir doch schon angekommen. So, jetzt einmal runter und dann geht's hierhin in die Richtung, genau. In die Richtung geht's. Dann nehmen wir uns jetzt mal. Wir brauchen. Boah, wie viel brauchen wir denn jetzt eigentlich? Wir brauchen mehr mindestens mal 2,5 Stacks. So, und hier sind wir am Obsidianfarm, genau. Und das sind jetzt schöne 8 Sekunden pro Obsidian. Aber ich meine, das geht auch echt so 8 Sekunden. Wir gucken doch mal, wie schnell das geht. Man sollte vielleicht auch einfach mal das hier richtig mitnehmen. Und die Eimer haben wir mitgenommen, dass wir einfach noch ein bisschen. Nein, das war doof. Egal. Haben wir 8 Sekunden verschwendet. So können wir auch die Folge vielleicht in 8 Sekunden verschwendet beim Obsidianfarmen. Ja, und so verschwenden wir noch mehr Zeit, weil das einfach Zeit braucht. So, der können wir schon mal da hoch tun. Dann ist das so ein kleines bisschen eine Überraschung, sag ich mal, wann wir den Stack voll haben. Ich meine, klar, können wir jetzt mitzählen, aber pff, da habe ich doch schon lange den Überblick für verloren. Als wüsste ich noch, wann ich wo welchen Block abgebaut habe. Oh, da ist auch wieder Lava, das heißt, hier müssen wir auch gucken. Hier ist auch wieder Lava drunter. Ah. Dann müssen wir erstmal die abbauen, wo keine Lava drunter ist. Dass wir erstmal alle anderen haben. So, und einmal hier zurück. Und hier mal kurz gucken, ob da drunter Lava ist. Also, weil es halt definitiv cooler, wenn wir eigentlich das Obsidian mit Haste abbauen könnten. Ich meine, die Beacon müssten wir, glaube ich, haben sogar, aber man weiß es ja nicht. Man weiß es ja nicht, man weiß es ja nicht. So, jetzt haben wir, wie viel haben wir jetzt? 43. Oh, es geht doch zügig. Dafür, dass wir 2 Stacks brauchen. So, und so geht das direkt weiter, dass wir direkt den nächsten und den nächsten und den nächsten so. Super. So, hier nochmal kurz ein abgesetzt, eigentlich schon eine Fackel gesetzt, weil es gleich dunkel wird. So. Nee, 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 nee. Du nicht. Oh, Stein wollte ich auch nicht abbauen, egal.
Das ist schön, dass das funktioniert. 60. Also haben wir jetzt schon mal ein Stack abgebaut. Das heißt 64 mal 8 Sekunden. Wunderbar. Sind schon ein paar Minütchen. Wow, muss ja sein. Wir brauchen ja, also es geht halt einfach darum. Wir brauchen ja für die Flugmaschine nicht verschiebbare Blöcke und was halt gehen würde, wären Öfen oder Werkbänke. Aber die sind halt alle nicht so cool. Und das ist halt alles immer nervig und die sehen halt scheiße aus. Obwohl es ja eigentlich Wurst ist. Und ich baue ja sowieso nachher, wenn ich das abreißen sollte, irgendwann mal mit Haste ab. Dann geht das auch ein bisschen schneller. Ja. So, was haben wir auch? Guck mal. Also, wir brauchen, das ist ja auch noch 20 lang. Das heißt, wir brauchen im Prinzip drei Stacks. Im Prinzip brauchen wir drei Stacks an Obsidian. Das ist ja eine schöne Sache. Drei Stacks. Das ist für Menschen, die viel Zeit haben, für Rentner. Und so bauen wir hier weiter ab und weiter und weiter und weiter. So, hier können wir bestimmt auch noch was abbauen, oder ist, ne, ist noch kein Lava drunter. Da aber, okay. Wir können ja auch gleich 20 mit hochnehmen. 20 Lava. So, ich muss jetzt gleich aufpassen, genau. Hier weiß ich es gar nicht, doch hier ist auch was drunter, okay, hier nicht. Hier weiß ich es auch nicht. Doch, hier ist auch nichts drunter. So, den können wir nicht abbauen, weil da ist. Ja. Ist zu weit. So, den können wir noch abbauen. Und den können wir noch abbauen. Und den können wir noch abbauen, dann können wir jetzt den auch noch holen. Super. Dann könnten wir doch hier jetzt schon mal sagen, wir nehmen unsere. Ja, genau, ich setze sie genau da drunter, wo ich sie nicht platzieren kann. Ne? 16. Die kommt schon mal weg. So, dass wir jetzt gleich keine Lava-Eimer wegschmeißen. So. So. Jetzt könnten wir den schon mal hier abbauen. Oh, Glück gehabt. Das ist aber ein riesen Lavasee. Ich dachte, der wäre hier einmal zu Ende. So, jetzt müssen wir nochmal gucken, dass wir irgendwie das Wasser loswerden. Ne, das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich nur. Dann können wir das so machen. Hier eine unendliche Wasserquelle reinsetzen. Dass die wegkommen. So. So, jetzt haben wir schon mal hier noch ein paar Blöcke zusätzlich. So, und dann können wir bestimmt den noch abbauen. Und den noch abbauen. Und den noch abbauen. Aber es ist ja nicht viel, sag ich mal. Also, es ist nicht viel. Was haben wir jetzt an Blöcken? Fast zwei Stacks. Ja. Ärgerlich. Hoffentlich ist jetzt da kein Lava hinter. Ne, Glück gehabt. Glück gehabt, Glück gehabt, Glück gehabt. So, jetzt haben wir hier doch schon mal wieder alles abgebaut. Jetzt auch wieder. So, wir brauchen aber trotzdem noch 40 Stück. Wie machen wir es am besten, am sinnigsten? Den können wir abbauen. Da ist ja noch mehr Lava drunter. Dann bauen wir hier diesen See einfach so ab.
nicht dadurch glitschen hier, soweit kommt es noch. Soweit kommt es noch. Jetzt habe ich natürlich alle Lava-Eimer mit Wasser voll gemacht, ne? Mit alle Lava-Eimer, alle Wassereimer mit Lava voll gemacht. Naja, geht auch so. Aber immerhin 8 Sekunden pro Block. Und so, was haben wir denn jetzt hier? Jetzt gucken wir mal gerade, dass wir hier mal irgendwie provisorisch zumachen können. Ja, das ist überall. Ja, das muss man halt irgendwie da rausfischen eigentlich. Dementsprechend würde ich sagen, wir haben doch genug mitgenommen. Zumindest fürs Erste. Und dann können wir jetzt einmal hier rüber gehen. Können wir nochmal hier 1, 2, 3, 4, 5. So. Den nehmen wir auch nochmal 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so viel können wir nicht mitnehmen. Alles mit, was geht. So, dass wir essen können und keine Fackeln setzen. Da können wir die alle da rein tun. Sehr, sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, oh, da ist ein Creepers. Ein Creepers! So, dann machen wir das einfach mal so, weil jetzt hier können wir tatsächlich schneller abbauen. Das heißt, wir nehmen die mit. Genau. Und, aber wir können das sogar hier machen. Nee, 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 nee. Können wir hier so schon mal, so abbauen. 2, 3, 4. Oh, geht doch richtig zügig. Dann bauen wir die jetzt ab. Hallo? Ja gut, wenn man die ganze Zeit einen anderen Block anvisiert, dann ist das klar. Da geht das nicht so gut. Dann geht das nicht so gut. So, wir brauchen wieder 4 Stück. 1, 2, 3, 4. Und dann die 4 wieder abbauen. So, und dann können wir hier. Ja, es wird jetzt ganz reichen. So. Die dann tatsächlich wieder einmal abbauen. Nein, das ist schon wieder zu viele Blöcke platziert. Eins, zwei, drei, vier. Genau. Und dann geht aber. Ist egal, da können wir auch machen. So. 35 müssen wir gleich mal gucken, wie viel. Für wie viel das reicht. Weil ich glaube, das reicht nämlich noch nicht so ganz für gar nichts, was wir brauchen. Also. Wir müssen wahrscheinlich insgesamt noch viel mehr machen. So, 1, 2, 3, 4. Oh, guck mal, das passt hier sogar perfekt. Ja, ich hätte jetzt gesagt, ich würde den Enderman, aber wofür? Pff, weil Enderperlen. Enderperlen haben wir ja mehr wie genügend. So, das waren jetzt alle. Das heißt, wir bauen jetzt zu und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Wenn es gefallen hat, dann lasst doch eine positive Bewertung da oder ein Abo und bis dann. Ciao, Leute.